Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Du bist hier genau richtig, wenn du mit deinem eigenen Online-Shop durchstarten möchtest. Das heißt, du stehst komplett am Anfang, du hast eine Idee, du möchtest gerne Produkte verkaufen und bist jetzt unsicher zum einen, welches ist das richtige Shop-System, was musst du alles haben, um dann einen Shop einrichten zu können, wie läuft die Einrichtung, wie sieht das Backend aus, wie hinterlege ich Produkte, wie hinterlege ich verschiedene Zahlungsmethoden, wie erstelle ich die Rechtstexte, also alle Fragen, die sich rund um das Thema Online-Shop-Erstellung drehen, werden in diesem Video beantwortet. Das heißt, ich werde einen kompletten Online-Shop gemeinsam mit dir aufbauen und du wirst das alles auch im Backend dann direkt sehen können. Im Endeffekt geht es darum, den Shop, den wir aufbauen werden, das ist dir Darling Berlin. Also ich werde das anhand von dir Darling Berlin zeigen. Das heißt, du kannst jetzt auch gerne auf dirdarling.berlin gehen und dir den Online-Shop anschauen. Der ist immer noch live. Du siehst alles, was wir hier machen. So wird das am Ende auch bei dir dann direkt aussehen können. Und das geht natürlich nicht nur mit einem Schmuckshop, das geht auch, wenn du beispielsweise eine Fashion-Brand aufbauen möchtest und in diesem Fall jetzt Jeans verkaufen möchtest oder wenn du ein eigenes Produkt entwickelt hast, das du über deinen Online-Shop verkaufen möchtest, das man vielleicht ein bisschen erklären muss oder wenn du aus dem Food-Bereich kommst und Food-Startup hast und sagst, du möchtest jetzt eben deine eigenen Food-Produkte über den Online-Shop verkaufen. Generell die Frage nach dem Shop-System: Es gibt ja verschiedene Shop-Systeme. Es gibt Shopify, Shopware, Magento, WooCommerce. Da gibt es ja also super viele unterschiedliche. Ich bin ein großer Fan von Shopify. Shopify hat verschiedene Vorteile. Zum einen, aktuell ist es 90 Tage kostenlos. Das heißt, du kannst das 90 Tage lang testen. Zum anderen, der große Vorteil ist, dass es relativ günstig ist und dass es mit dir mitwächst. Also wenn du anfängst als kleines Unternehmen und du möchtest nur ein paar Produkte verkaufen, dann ist Shopify genau das Richtige für dich. Und wenn du dann irgendwann aber 50, 60.000 Euro Umsatz im Monat machst, dann kann Shopify einfach auch mitwachsen. Das heißt, egal ob du jetzt ein Anfänger bist oder ein Experte, das System passt sich immer deinen Ansprüchen an. Und die Shops, die wir gerade angeschaut haben, also die Darling Berlin, ist mit Shopify gebaut und auch die anderen, diese Fashion Brand ist mit Shopify gebaut, von dieser Trinkflasche, das ist mit Shopify gebaut und von dem Food Startup, das ist auch mit Shopify gebaut. Dementsprechend kann ich nur Shopify empfehlen und wenn du da jetzt einen Online-Shop erstellen möchtest, gehst du einfach auf shopify.de und kannst dann direkt hier oben deine E-Mail-Adresse eingeben. Da kannst du irgendwas eingeben, Hinz und Kunz at gmail.com. Und klickst dann auf Jetzt starten. Und wenn du da drauf klickst, ich kann es mal kurz machen, da kannst du jetzt ein Passwort hinzufügen und dann auch den Namen deines Shops. Und wenn du das gemacht hast, kommt im Schritt danach noch eine kurze Umfrage. Also wird gefragt, was möchtest du verkaufen? Hast du schon deine ersten Produkte? Das ist aber auch eher so informativ, damit Shopify weiß, ob es dir jetzt noch zum Beispiel ein Webinar anbieten soll oder ob du sozusagen schon ein Experte bist und einfach keine Hilfe brauchst bei der Erstellung. Das heißt, das gibst du hier ein. Das mache ich jetzt mal nicht, weil das ja keine richtige E-Mail-Adresse ist. Und wenn du das dann eingegeben hast, dann landest du wirklich, also in 2 Minuten landest du in dieser Übersicht. Das heißt, das hier, das ist die Backend-Übersicht von Shopify. Und du kannst das jetzt gerne machen. Du kannst kurz das Video pausieren, dir das einrichten und anhand von deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort, du brauchst keine Kreditkarteninformationen oder Bankdaten einzugeben, du kommst dann direkt hier in diese Übersicht. Gut, wenn du das gemacht hast, dann zeige ich dir jetzt einmal kurz die Übersicht in Shopify. Also Shopify ist so aufgebaut, dass du hier auf der linken Seite die normale Übersicht hast. Das heißt, hier ist die Hauptnavigation, alles, was sich um aktuelle Bestellungen und Kunden dreht, ist hier oben. Hier unten findest du dann Informationen zu deinen Vertriebskanälen. Und hier ganz unten, das ist super wichtig, das sind die Einstellungen. Und da möchte ich jetzt einmal kurz durchklicken. Also was auf jeden Fall super wichtig ist, ich kann natürlich jetzt nicht auf Bestellungen und Kunden klicken,
Das sind natürlich alles geheime Daten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Produkte klicke, dann siehst du hier, sind alle Produkte, die wir hinterlegt haben, auch wie viele wir noch auf Lager haben. Und wenn ich mir dann hier eben ein bestimmtes Produkt anschaue, kann ich hier auch alle Daten zu dem Produkt ändern. Also ich kann den Beschreibungstext ändern, ich kann die Bilder ändern, ich kann den Preis ändern und so weiter. Genau, bei Statistik und Marketing kann ich mir verschiedene Daten ausspielen lassen, kann Kampagnen erstellen. Rabatte ist super spannend, da kann ich nämlich Gutscheincodes vergeben. Und was natürlich eines der wichtigsten Dinge ist, die ich vorhin schon angesprochen habe, ist Apps. Unter dem Bereich Apps, da kommen wir gleich auf jeden Fall dazu bei der Einrichtung. Das ist einfach wie mit deinem Handy. Also dein Handy an sich kann natürlich telefonieren und du kannst damit ins Internet gehen, aber sobald du irgendwas Cooles machen möchtest, wie zum Beispiel ja, Facebook verwenden, Instagram verwenden, WhatsApp verwenden, irgendwelche Spiele spielen, brauchst du natürlich Apps dafür. Und so läuft Shopify auch. Und das ist eben auch das Tolle, dass es eben dann auch direkt mit dir mitwächst. Dann, was auf jeden Fall noch super wichtig ist, ist unter Vertriebskanal Online-Shop. Also hier hast du sozusagen die Möglichkeit, deinen Online-Shop direkt zu bearbeiten, die Gestaltung zu bearbeiten, die einzelnen Seiten zu bearbeiten. Hier kannst du Blogbeiträge erstellen, die Navigation kannst du bearbeiten, also welche Punkte werden hier oben angezeigt. Und genau, kannst auch die Domain damit dann connecten. Und als allerletztes haben wir unten noch die Einstellungen, nur damit du den groben Überblick hast. Und bei Einstellungen findest du jetzt alles Wichtige zu den grundlegenden Sachen, also wie heißt dein Shop, welche Zahlungsmethoden sind da hinterlegt, welche E-Mails werden verschickt, wenn ein Kunde was bestellt, wie sieht der Checkout-Prozess aus, wie hoch sind die Versandkosten für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle rechtlichen Sachen kannst du hier hinterlegen. Und du kannst dir natürlich auch Plan und Berechtigung festlegen. Das heißt, du kannst in Shopify auswählen, wie viel du zahlen möchtest. Da gehe ich mal kurz hier unter Preise. Also es gibt da eben drei Pakete: Basic, Shopify Normal und Advanced. Und an sich reicht sozusagen dieses Basic-Paket, denn der Unterschied zwischen Basic und Advanced ist einfach nur, dass du mehr Mitarbeiterkonten hast. Also wenn du jetzt irgendwie ein Team von 5 Leuten hast und jeder muss in diesem Shop arbeiten, dann bietet sich das an. Oder wenn du Einzelhändler bist und auch genau, an einem Point of Sale, also ja, an deinem Offline-Shop, also offline das über Shopify regeln möchtest, bietet sich das auch an. Du zahlst im Monat dann mehr, dafür sind die Transaktionsgebühren ein bisschen geringer. Also bei Shopify zahlst du, genau, was ist das hier? Zahlst du halt immer ein paar Prozent, wenn jemand was bestellt. Genau, wenn jemand mit der Kreditkarte bestellt, zahlst du zum Beispiel 2,4%, und wenn jemand dann, wenn du Basic hast oder das Normale, zahlst du hier eben ein bisschen weniger. Genau, dementsprechend kannst du das auch dann hier unter Plan und Berechtigung festlegen und kannst ja auch Gutscheine erstellen. Das ist auch eine super Aktion für, ja, für Friends and Family, die sagen, ich möchte dich unterstützen mit deinem Online-Shop, aber ich brauche jetzt dein Produkt nicht, aber dann kann ich zum Beispiel einen Gutschein an jemanden verschenken, der vielleicht dein Produkt benötigt. So, das ist erstmal die allgemeine Übersicht. Jetzt kommen wir in die Einrichtung, und wenn du jetzt, genau, also das sieht wahrscheinlich alles, also das sieht alles so aus wie bei mir jetzt. Und ich mache das jetzt eben direkt in diesem Dedalink Berlin, weil hier sind sozusagen die Apps installiert, hier sind die ganzen Sachen schon importiert. Das heißt, da muss ich jetzt mich eben nicht durch das gesamte, ja, durch ein paar Dinge durchklicken. Und genau, das geht jetzt einfach ein bisschen schneller. Das heißt, das Erste, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wäre das Theme zu ändern. Und zwar das Theme ist sozusagen dein Design. Also wie sieht das grundlegende Design ja, von deinem Online-Shop aus. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Und zwar, wenn du das jetzt normal eröffnet hast, dann hast du so ein standard kostenloses Theme installiert und du kannst jetzt auch hier noch weitere kostenlose zusätzliche Themes anschauen. Also da siehst du hier verschiedene Kollektionen, dass zum Beispiel, ja, je nachdem wie das Logo angeordnet ist, welche Farben verwendet werden, wie die einzelnen Bilder angeordnet sind, welche Schriftarten verwendet werden. Und die kostenlosen sind auf jeden Fall ganz gut, um zu starten. Ich würde dir allerdings empfehlen, da ein bisschen Geld zu investieren. Und zwar
Eins, das wir verwenden, ist eben Impulse. Und neben Impulse gibt es auch noch Prestige. Kann man kurz Prestige, Team Shopify. Das sind sozusagen zwei Themes, die ich einfach empfehlen kann. Kostet eins natürlich 180 Dollar. Das ist aber auf jeden Fall eine Investition wert, denn die zwei Themes, also Impulse und Prestige, die sind zum einen mobil optimiert, also die sehen mobil super aus, sind zusätzlich aber auch mobil super schnell. Und du hast in einem Shop viele Punkte, die es dem Nutzer einfach machen zu kaufen. Zum Beispiel, wenn du auf dem Handy bist, dass diese Leiste hier oben, wo der Warenkorb zu sehen ist, dass die zum Beispiel immer zu sehen ist. Das ist super wichtig. Denn wenn jemand was kaufen möchte und er legt es in den Warenkorb und scrollt danach ein bisschen noch durch die Seite durch und dann sagt er, okay, ich finde eigentlich kein besseres Produkt mehr, ich möchte das jetzt kaufen, dann ist es eben super wichtig, dass da oben direkt der Warenkorb zu sehen ist. Und das ist jetzt nur eins von 20 Punkten ungefähr, die in diesen Themes, die ein bisschen was kosten, eben schon direkt vorinstalliert sind. Das heißt, du hast einfach eine bessere Conversion Rate auf diesem Shop. Also es werden mehr Nutzer, mehr Webseitenbesuche werden Käufer, wenn du da einfach ein besseres Theme installierst. Und genau, das kannst du einfach hier installieren. Also du kannst dann hier auf diesen, auf diesen Button gehen mit den kostenlosen Themes zum Beispiel jetzt und kannst dann hier sagen, wenn du das anklickst, dass du es installieren möchtest. Oder du kannst hier über diesen Shopify Theme Store auch direkt dorthin gelangen. Und wenn du dann da drin bist, kannst du das auch direkt dann hier ausprobieren, genau, oder dir eine Demo anschauen. Wie gesagt, in dem Fall, damit ich mich da jetzt nicht komplett durchklicken muss, das ist super easy, da kann man auch nichts falsch machen, aber da muss man sich eben durchklicken und das ist nicht so super spannend, deswegen überspringen wir das jetzt einfach. Hier in dem Fall haben wir das jetzt schon installiert, dieses Impulse-Theme. Und wenn ich jetzt hier auf Anpassen klicke, dann kann ich dementsprechend auch eben das Theme sozusagen in dem Backend verändern. Also das ist jetzt nochmal eine andere Übersicht, bei der du sozusagen den Shop innerhalb von Shopify direkt verändern kannst. Also du siehst sozusagen jetzt hier auf der rechten Seite, hier sind die, genau, hier ist der Shop und hier auf der linken Seite habe ich jetzt eben verschiedene Möglichkeiten, diese Webseite zu verändern. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier oben sagen, ich möchte die Produktseite verändern, ich möchte meine Blogseite verändern. Wir haben jetzt hier auch noch eine About Us-Seite zum Beispiel hinzugefügt. Und das könnte ich jetzt eben alles eben hier über diesen Builder verändern. Ich könnte auch hier bei den Theme-Einstellungen kann ich die Farben verändern, die Schriftarten verändern und so weiter. In dem Fall ist das aber so, dass wir das nicht über dieses Tool verändern, sondern wir haben eine eigene App installiert. Und mit dieser App verändern wir das gesamte Design von unserem Online-Shop. Das heißt, diese Ansicht hier, die du hier gerade hast, dass hier auf der linken Seite die Abschnitte sind, wo du das alles verändern kannst, das kann ich dir empfehlen, wenn du ein kostenloses Theme verwendest. Dann kannst du das einfach hier super, so super verändern. Oder wir machen das meistens mit einer App. Und zwar die App heißt Jampage, aber da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal dazu. Genau, das heißt, in diesem Fall hättest du jetzt das Theme installiert und das heißt, dein Online-Shop, der ist so wie er besteht, würde übernommen, aber die Schriftarten, die Anordnungen, die Art und Weise, was zum Beispiel passiert, wenn du mit der Maus über den Button drüber fährst, die ganzen Sachen werden eben automatisch alle verändert. Genau, das heißt, das ist wirklich das allererste, was ich machen würde. Such dir ein Theme aus, das dir gefällt. Und der zweite Schritt, und da kommen wir jetzt eben auch schon zum nächsten Punkt der Einrichtung, sind die Apps. Apps, genau, sind eben die zusätzlichen Möglichkeiten, um Shopify ein bisschen zu erweitern. Und wie du siehst, hier haben wir einige Apps installiert. Und was ich gerade eben angesprochen hatte, diesen Page Builder, das ist dieser Jampage Flexible Page Builder. Und die gesamten Apps, die lassen sich auch relativ easy installieren. Das läuft eben auch so wie im App Store, bei Google Play oder beim iPhone. Du gehst einfach auf den Shopify App Store und hier hast du dann eine riesige Auswahl an Tausenden von Apps, die du alle installieren kannst. Und da werden natürlich auch immer welche vorgeschlagen. Und auch wenn du jetzt verschiedene Probleme hast oder verschiedene
Lösung möchtest, zum Beispiel möchtest du deinen Instagram-Feed einbinden, dann hast du da auch immer super viele Möglichkeiten, also super viele verschiedene Apps. Und in dem Video will ich dir jetzt eben kurz unsere Auswahl zeigen an den Apps, die wir installiert haben, damit du dich in diesem Dschungel ein bisschen besser zurechtfindest. Deswegen gehen wir erstmal kurz durch. Also Bilby ist eine App, die brauchst du auf jeden Fall, denn mit Bilby kannst du Rechnungen erstellen und die Rechnungen, die brauchst du eben für deine Buchhaltung. Diese App Covid.pix Instagram Feed benutzen wir, um den Instagram Feed bei uns einzubinden. Das heißt, wenn du hier runter scrollst, dann siehst du diese Inhalte, die sind eben, genau, die kommen direkt aus Instagram und die werden auch immer aktualisiert. Das heißt, wenn wir was Neues posten auf Instagram, dann wird das automatisch auch hier aktualisiert. Genau, DHL, das ist die Geschäftskunden-App. Das heißt, mit dieser App können wir automatisch die Versandetiketten erstellen. Das heißt, wenn eine Bestellung reingeht, gibt es einen kleinen DHL-Button und da klicken wir drauf und klicken dann auf, genau, auf Etikett erstellen. Ich gehe noch kurz zurück. Bam, bam, bam. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen zu weit. Genau, auf jeden Fall geht man dann hier bei den Apps genau auf DHL und dann kann ich mir das, genau, das Shipping-Label erstellen. Das ist einfach der Versandschein, den ich auf den Karton draufdruck. Das heißt, wir haben da einfach einen ganz normalen Drucker, haben da so Papier, das als Folie bezogen ist und dann kann ich das in DIN A5 ausdrucken auf dieses Papier, ziehe dieses Ding von dem Papier ab und klebe das dann direkt auf den Versandkarton drauf. Und genau, da ist dann auch eine Tracking-Nummer dabei. Das heißt, der Kunde bekommt dann automatisch auch über die E-Mail die Tracking-Nummer zugeschickt. Genau, dann braucht man in Deutschland natürlich einen Cookie-Banner. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, ob ich das zugemacht habe, genau, das ist sozusagen hier ein kleines Pop-up, das eben den Nutzer daran erinnert, dass er aktuell, also dass wir Cookies verwenden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Google verwenden, um Anzeigen zu schalten oder Facebook, um Anzeigen zu schalten, dann nutzen wir da meistens auch einfach ein Pixel, um eben zu tracken. Funktionieren die Kampagnen, machen die Leute auch wirklich was auf der Webseite, kaufen die auch wirklich was? Und da muss man eben den Nutzer darauf hinweisen, dass er da getrackt wird. Genau, dann Facebook und Google, die vielleicht kann ich zusammenfassen. Das sind sozusagen jeweils Apps, um einmal deinen Facebook-Account und einmal deinen Google-Account mit Shopify zu connecten. Und das ist einfach super wichtig für die Kampagnen. Denn gerade auf Facebook macht es einfach Sinn, dass alle Produkte, die ich hier in den Produktkatalog hinterlegt habe, dass die auch auf Facebook online zu sehen sind. Und darüber kann ich einfach viel effizientere Kampagnen schalten. Und auch bei Google Shopping, da werden dann automatisch auch die Produkte einfach in Google integriert. Genau, Jampage, da kommen wir dann gleich nochmal ausführlicher dazu. Das ist unser Page Builder. Dann, was ihr auch auf jeden Fall braucht, ist eine App, um Reviews zu sammeln, also um Kundenbewertungen zu sammeln. Das heißt, wenn man hier jetzt auf eine unserer Halsketten klickt, sieht man hier zum Beispiel die Halskette, die hatte schon zwei Bewertungen. Und wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, sehe ich jetzt, das sind zum Beispiel hier die zwei Bewertungen, die da abgegeben wurden. Die sind auch verified, das heißt, das ist auch ein wirklicher Kauf, der dahinter steckt. Und das kann ich eben über diese Judge-Me-App machen. Das heißt, über JudgeMe bekommt jeder, der ein Produkt bestellt, nach beispielsweise 7 Tagen automatisch eine E-Mail zugeschickt mit: Hey, möchtest du das Produkt bewerten? Und über JudgeMe ist das eben super easy, super professionell und es fällt den Leuten super leicht, da auch wirklich eine Bestellung abzugeben. Dann gibt es Klaviyo E-Mail Marketing für Shopify. Das ist eine der besten Apps, die du verwenden kannst, wenn du E-Mail Marketing machen möchtest. Das heißt, wenn du beispielsweise, was wir jetzt hier haben, auf der Seite nicht, sondern auf der Landingpage, dass du dich eben direkt zum Newsletter eintragen kannst. Und wo ist das dann? Genau. Du kannst dich eben direkt zum Newsletter eintragen und bekommst dann 10% auf deine Bestellung. Und darüber kann man eben dann auch, wenn sich jemand zum Newsletter anmeldet, sagen: Okay, die Leute bekommen zum Beispiel 3 E-Mails und in den E-Mails stelle ich mich eben vor, stelle meine Produkte vor und gebe vielleicht noch ein super cooles Angebot raus, um dann eben die Leute, die sich zum Newsletter angemeldet haben, auch direkt in Kunden zu verwandeln. Genau, und das mit diesen 10% auf die Bestellung läuft auch immer sehr gut. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, denn dann haben viele Kunden einfach nochmal einen Anreiz, jetzt wirklich direkt was zu kaufen.
Genau, Magic Pinterest Pixel ist einfach nur dafür da, wenn ihr auf Pinterest Kampagnen schaltet, damit ihr da auch tracken könnt, ob die Kampagnen funktionieren. PageSpeed Optimizer würde ich auf jeden Fall installieren. Das macht nämlich deine Page ein bisschen schneller. Dann gibt es das Trust Badge von Trusted Shops. Das ist, muss ich mich mal kurz hier rüberschieben, das ist das hier rechts unten, also dieses Trusted Shops Siegel. Und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr schon ein bisschen Umsätze habt. Denn das Tool kostet so 90 Euro im Monat dafür, dass man das verwenden kann. Das hat aber einen enormen Einfluss auf eure Kaufrate, denn dadurch signalisiert ihr Kunden, die euch noch nicht kennen, dass ihr wirklich vertrauenswürdiger Anbieter seid. Also dass ihr wirklich ein Shop seid, der jetzt nicht irgendwo in Indien sitzt und wo das Geld einfach weg ist und man bekommt nie seine Bestellung. Genau. Und dann gibt es noch Wishlist King. Diese App verwenden wir und die würde ich auch nur empfehlen, wenn du viele Produkte zur Auswahl hast. Denn dann kann jemand, der sagt hier zum Beispiel, ich habe eine Kette, die ich irgendwie super spannend finde, die ich jetzt aber noch nicht direkt kaufen möchte, kann ich die eben zur Wunschliste hinzufügen und kann dann im Endeffekt hier oben über diesen Herzen-Button, kann ich dann direkt meine Wunschliste anschauen und das sind dann eben alle Produkte, die ich zur Wunschliste hinzugefügt habe. Und gerade im Fashion- und im Schmuckbereich ist das eben so, dass da das Kaufverhalten so ist, dass viele Nutzerinnen sich erstmal viele Produkte auf die Wunschliste legen und dann im zweiten Schritt nochmal durch die Wunschliste gehen und sich dann aus der Wunschliste ein perfektes Produkt raussuchen. Genau, das ist jetzt die Übersicht, das sind alle Apps, die wir haben. Da kann man natürlich noch viel mehr machen, aber jede App hat natürlich auch ein bisschen Quellcode für die Webseite. Das heißt, da würde ich einfach jetzt gucken, dass man da nicht zu viele Apps installiert hat und dass man da auch, wenn man eine App nicht nutzt, dass man die auf jeden Fall wieder deinstalliert. Genau, jetzt kommen wir zum Punkt Page einrichten. Also wie richte ich meine Landingpage ein, wie richte ich meine Productpage ein oder wie richte ich auch den Blog ein. Und wie schon angesprochen, wir machen das alles mit dem Page Builder Gempage. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass man damit auch ohne Programmierkenntnisse wunderschöne Webseiten erstellen kann. Der Nachteil ist, dass diese Websites ein bisschen langsamer sind, als wenn man das direkt in Shopify macht. Im Endeffekt würde ich aber sagen, dass sozusagen eine schöne, gut optimierte Webseite super wichtig ist und dass man auch mit einer Webseite, die nicht sozusagen super schnell ist, auf jeden Fall auch Sales generieren kann. Das heißt, gerade wenn man sagt, ich habe jetzt kein Geld, also keine 2000 Euro, um eine Agentur damit zu beauftragen oder um einen Programmierer dazu beauftragen, mir eine Webseite zu basteln, dann bietet sich eben dieser Page-Builder an. Und das kann ich ja mal kurz zeigen. Also wir haben jetzt hier Homepage. Das wäre zum Beispiel die Landingpage, die gerade aktuell eingerichtet ist. Das ist sozusagen die Landingpage hier und da kann ich eben auch alles sehr individuell verändern über diesen Page-Builder. Ich kann mal eure neue Landingpage, euch unsere neue Landingpage zeigen, die wir gerade basteln, weil wir da vom Branding her noch mehr in den Bereich Nachhaltigkeit gehen, noch mehr in den Bereich Made in Germany. Und da haben wir jetzt in dem Bereich einfach die Landingpages mal ein bisschen aktualisiert. Die ist allerdings noch nicht live, das heißt, die können wir jetzt in diesem Page-Builder einfach so lange bearbeiten, bis wir sagen, das ist jetzt final und dann ersetzen wir sozusagen die aktuelle Landingpage mit der neuen Landingpage. Und um das jetzt euch mal kurz zu zeigen, also der Page-Builder sieht so aus, dass ich hier auf der linken Seite viele Module habe. Also das nennt man auch Drag-and-Drop-Builder, denn ich habe hier verschiedene Module und die kann ich einfach rüberziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier unter dieses Bestseller möchte ich zum Beispiel noch einen Textblock dazu packen, dann nehme ich den Textblock, ziehe den einfach hier rüber, packe den da drunter und dann habe ich hier den Textblock. Und das Tolle auch an diesen Page-Bildern ist, dass ich das eben auch alles sehr individuell verändern kann. Das heißt, ich kann jetzt hier die Schriftgröße verändern von diesem Textblock, ich kann die Textfarbe verändern, ich kann die Schriftart verändern, ich kann sagen, ob das einen Schatten haben soll oder nicht, ob das mittig ist. Und wenn ich das Design anschaue, kann ich auch noch sagen, zum Beispiel jetzt, wie groß der Abstand links und rechts sein soll. Da kann ich dann hier einfach sagen, okay, ich möchte jetzt einfach ein bisschen mehr Abstand, damit das irgendwie ein bisschen schöner aussieht und kann dann hier jetzt irgendwie neu im Angebot. Und dann hätte ich jetzt eben hier direkt mein neues Textfeld. Und genau, das
ist eben der große Vorteil. Und was ich finde, was auch ein großer Vorteil an diesem Page-Builder ist, dass ich eben hier die Desktop-Version habe, aber auch noch Laptop, Tablet und Mobile verändern kann. Und ich bin immer nach der Devise Mobile First, also das 80% der Nutzer gehen meistens mobile auf den Shop, deswegen sollte der Shop auf jeden Fall mobile optimiert sein. Und in diesem Page-Builder kann ich jetzt eben sagen, ich möchte mobile die Webseite verändern und kann das jetzt aber auch individuell anpassen. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich möchte zum Beispiel, dass auf mobile die Schrift irgendwie ein bisschen größer ist und dann ist sie jetzt auf mobile größer. Wenn ich dann aber auf Desktop zurückgehe, ist die immer noch so klein wie davor. Das heißt, ich habe wirklich einfach ja, die Möglichkeit, das mobile first zu optimieren und dementsprechend dann auch anzupassen. Genau, und hier kann ich dann eben auch noch, die Webseite sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt hier eben andere Schriftarten. Was ich auch super toll finde, ist, dass man in diesem Page-Builder zum Beispiel sagen kann, ich möchte jetzt hier ein Bild hinterlegen und möchte Schrift darüber machen. Und wenn mir zum Beispiel, wenn ich sage, irgendwie, das sieht ja irgendwie ein bisschen zu groß aus, dann kann ich das hier einfach auch so super easy ganz manuell kleiner ziehen. Bam, bam, bam. So, dann sieht das eben alles dann noch ein bisschen anders aus. Genau, und vom Aufbau her, die Landingpage, ich würde auf jeden Fall empfehlen, oben so einen Banner reinzubasteln, der einfach den USP des Shops darstellt, der vielleicht auch Angebote darstellt oder verschiedene Produkte darstellt. Dann ganz oben auf jeden Fall ein paar Produkte zur Auswahl, am besten die Bestseller, also hier wird immer am meisten geklickt. Und dann darunter so eine kleine Navigation durch, was gibt es alles auf diesem Shop zu sehen. Also wir haben eben unseren Schmuck jetzt auch in verschiedenen Looks zusammengestellt. Also dass du sagst, ich bin jetzt eher der kantige Typ oder die kantige Frau und da passen eben die zwei Schmucksachen dazu oder ich bin eher die ruhigere Frau und da passt dann eben die und die Schmucksachen dazu. Darunter dann noch verschiedene Produkte und hier, das ist auch so eine Navigation, es gibt bei uns Ketten, Ohrringe und Armbänder und hierüber kannst du dann einfach direkt zu der Webseite kommen. Außerdem kann man auch Videos einbauen, das ist auch super schön über diesen Bilder. Und genau, den Instagram-Feed kann man direkt einbauen und auch eben direkt das, das Newsletter-Sign-up. Ja, wie gesagt, das ist jetzt super schnell und super easy alles aufzubauen. Deswegen kann ich das empfehlen. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist die Product-Page. Denn die Product-Page, die ist nochmal ein eigenes Ding für sich. Denn bei der Product-Page kommt es sehr darauf an, dass man das psychologisch optimiert aufbaut. Und die Product Page haben wir in unserem Fall jetzt auch auf jeden Fall sehr gut durchoptimiert. Und wir haben das eben so gemacht, dass du auf der linken Seite die Produktbilder hast und rechts dann die Infos über das Produkt. Und das sind so grundlegende Sachen, dass man zum Beispiel unter dem Button die Zahlungsbedingungen hat, dass man die drei wichtigsten Kaufargumente direkt in den auch unter diesen Button packt, dann einen kleinen Beschreibungstext. Und dann darunter direkt Produkte, die dir auch gefallen könnten, also ähnliche Produkte und auf jeden Fall nochmal was zur Brand. Denn manchmal ist es so, dass gerade auch wenn man Anzeigen schaltet, dass die Nutzer dann einfach ziemlich schnell auf dieser Product-Page sind und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte ich denn jetzt eigentlich bei dem Shop kaufen und nicht beim anderen Shop? Und wenn die Nutzer dann eben runterscrollen und dann sehen sie, okay, das ist eben jetzt eine hochwertige Marke aus Berlin, denn USP ist, dass sie super nachhaltig sind und dass das in Deutschland hergestellt wird, hochwertiges Material, echt Gold, dann überzeugt das auf jeden Fall den Kunden mehr, als wenn er einfach nur das Produkt und die Produktbeschreibung sieht. Genau, und bei dieser Product Page ist das eben so, diese Product Page wird automatisch für alle Produkte übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesen Warenkorb gehe, kann ich hier auch den Text ändern, ich kann hier die Schriftgröße auch ändern, und natürlich die Farbe ändern und je nachdem, wie ich das hier anpasse, wird das automatisch dann bei allen Produkten verändert. Das heißt, egal welches Produkt ich mir anschaue, kann ich dann einfach sozusagen hier draufklicken und dann wird das hier automatisch auch geändert. Ich ändere das jetzt aber mal nicht, weil das einfach schon gut durchoptimiert ist. Genau. Das sind sozusagen die zwei, also Landingpage und Productpage sind eins der zwei wichtigsten Punkte. Zusätzlich gibt es dann noch
einfach super viele Subpages. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte einen eigenen Kundenservice-Bereich haben oder ich möchte eine eigene Über-uns-Seite haben, dann kannst du das auch alles einrichten. Ich kann das mal kurz zeigen. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel About, das ist sozusagen die About-Us-Page, wo wir uns eben vorstellen, wo wir unsere Marke vorstellen und alles, was wir hier gebastelt haben. Also hier ist auch wieder Bild mit Text darüber. Genau, ein kleiner Banner. Hier wird das Team vorgestellt. Dann ist hier noch die Story. Hier sind so ein paar Einblicke in unser Fotoshooting. Hier wird dann das Thema Nachhaltigkeit besprochen. Warum sind wir nachhaltig? Was macht uns einzigartig? Und das hier haben wir auch alles super schnell in dem Page Builder gebastelt. Genauso wie bei Magazin. Magazin ist unser Blog. Und auch hier die Darstellung, dass hier eben drei Artikel direkt nebeneinander sind. Genau. Und dass dann mit diesem Button, wie der Button aussieht, dass das Datum angezeigt wird, das kann man dann auch eben alles direkt in, hier in Page Builder über Magazin zum Beispiel jetzt verändern. Genau, und genau, also das ist jetzt diese Webseite, unsere Blogübersicht und so sieht die dann sozusagen in Jampage aus und hier kann ich dann eben jetzt auch ja, alles individuell verändern. Also das ist genau eine super, super gute Möglichkeit. Und kann jetzt eben hier auch sagen, mobile möchte ich zum Beispiel, dass das jetzt dann so aussieht, dass die Bilder zum Beispiel über die gesamte Breite gehen. Ja, das ist so viel zum Thema Pages bauen. Ich würde echt diesen Page Builder euch empfehlen und würde dann auch direkt mit dem nächsten Thema weitermachen. Ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Und genau. Damit wir keine Zeit verlieren, springen wir jetzt direkt zum nächsten Thema. Und zwar das nächste Thema, das ich jetzt herausgesucht habe, wäre das ganze Thema mit den Zahlungsbedingungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei uns ein Produkt anschaut, jetzt gehe ich mal hier beispielsweise auf alle Produkte und genau, nehme jetzt ein Produkt raus, dann sieht man hier zum Beispiel, dass man bei uns mit ziemlich viel bezahlen kann, also mit Amazon, mit einer Kreditkarte, mit Klarna, mit PayPal oder mit Visa und Mastercard. Und das ist kein Hexenwerk, das ist super schnell eingerichtet. Und zwar geht ihr dazu einfach auf die Einstellung und dann klickt ihr auf Zahlungen. Und bei den Zahlungen kann ich jetzt eben, gibt es die sogenannten Shopify Payments. Das heißt, das Einzige, was ihr benötigt, ist ein Bankkonto. Das Bankkonto hinterlegt ihr hier in Shopify. Und diese gesamten Zahlungsmethoden, die bietet Shopify automatisch an. Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie einen Kreditkarten-Account connecten oder müsst euch irgendwie bei Klarna anmelden oder bei Google Pay oder bei Apple Pay oder Google Pay, sondern das ist alles automatisch hinterlegt. Ihr braucht nur ein Bankkonto und das läuft dann so, dass der Kunde, wenn er was kauft auf eurem Online-Shop, kann er sich eben auswählen, dann welche Zahlungsmethode er verwenden möchte. Und das Geld wird dann an Shopify überwiesen. Und dann kann man festlegen, ob man das jede Woche auf sein Konto überwiesen bekommen möchte oder alle 14 Tage oder am Ende vom Monat. Und dafür, dass Shopify das eben übernimmt, zahlt man eben 2,4% plus 25 Cent pro Transaktion. Also bei Kreditkarten, bei anderen ist das auch hängt das immer so ein bisschen ab, aber genau, so, das ist so ein bisschen der Bereich. Bei anderen Shop-Anbietern ist das anders. Also wenn ich zum Beispiel bei WooCommerce, dann muss ich eben für jede einzelne Kreditkarte oder für jedes einzelne Ding nochmal eine eigene App installieren, muss das hinterlegen, habe dann im Endeffekt irgendwie fünf Zahlungsanbieter, die ich in der Buchhaltung irgendwie synchron halten muss. Und das ist einfach die beste Möglichkeit. Da kann man Kreditkarten und Klarna auswählen. Zusätzlich kann ich in Shopify einfach PayPal hinterlegen, indem man einfach genau, ein PayPal-Konto verwendet. Und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Bei uns sind nämlich, glaube ich, die Hälfte aller Bestellungen laufen über PayPal. Und Amazon Pay kann man auch verwenden, kann ich auch empfehlen. Denn Amazon Pay hat den Vorteil, dass die Kunden, wenn sie Amazon Pay auswählen, dass sie direkt aus Amazon ihre Lieferadresse und ihre Zahlungsinformationen rausnehmen können. Und das macht den Kauf super einfach, denn hier oben muss ich natürlich immer noch entweder meine Kreditkartendaten eingeben oder ich muss mich bei PayPal einloggen
Und bei Amazon ist das so, wenn ich eben schon bei Amazon angeloggt bin in dem Browser, was die meisten natürlich sind, dann kann ich aber sagen, okay, ich möchte meine ganz normale Lieferadresse nehmen und ich möchte meine ganz normale Bankverbindung nehmen oder meine Kreditkarte, die bei Amazon schon hinterlegt ist, und kann dann darüber dann einfach den Kauf abschließen. Genau. Wie gesagt, das ist super easy. Zum Thema Buchhaltung gibt es dann eben, wie gesagt, diese App mit Bilby. Und darüber bekommt ihr dann die ganzen Rechnungen, die automatisch erstellt werden. Die könnt ihr euch dann am Ende vom Monat einfach aus Shopify rausziehen und dann in euer Buchhaltungstool integrieren. Und dann wird das sozusagen von der Buchhaltung her auch alles automatisch abgewickelt. Ein anderer sehr wichtiger Punkt sind die Rechtstexte. Also wenn man hier runter scrollt, was jeder Shop auf jeden Fall braucht, ist ein Impressum, ein Datenschutz, eine Widerrufsbelehrung, Informationen zum Versand und die AGBs. Und da muss man auch schauen, dass man das alles rechtssicher macht, also dass da keine Fehler drin sind. Und dafür, also diese Dinge kann man direkt hier auch auf dieser Seite bearbeiten. Und zwar hier rechts unter Rechtliches kann ich draufklicken und dann habe ich hier relativ übersichtlich alle Informationen dazu. Also hier sind dann die ganzen Rechtstexte, die Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, AGBs, Versandkosten und Impressum. Und das wird jetzt nur nicht angezeigt, weil das ein kleiner Bug ist. Vielleicht, wenn ich das nochmal aufmache, wird das angezeigt. Und hier kann ich jetzt eben automatisch, genau, die ganzen Sachen hinzufügen. So sieht das dann aus. Und die sind automatisch dann auch unten auf jeder Webseite eingebunden. Genau, also die muss ich natürlich im Footer noch hinterlegen und den Footer kann ich eben auch über den Jampage Page Builder direkt verändern. Das heißt, da hinterlege ich dann einfach die Webseiten und genau, kann dann hier die ganzen Sachen verändern und die Inhalte dafür, die gibt es auch kostenlos und zwar Trusted Shop Rechtstexte. Das ist eine von Trusted Shop, das ist dieses Siegel, das hier auch auf unserem Shop unten drauf ist. Und die haben noch so ein anderes Angebot, wo man eben über deren Webseite automatisch diese Rechtstexte erstellen lassen kann. Das heißt, wenn ich hier auf Jetzt starten draufklicke, komme ich in so ein Formular rein. Und über dieses Formular, da beantworte ich einfach verschiedene Fragen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt ein Impressum. Es ist für Deutschland. Ich habe einen Online-Shop. Und ich verkaufe an B2C und kann dann hier eben auf Weiterklicken und kann sozusagen in dem Fragebogen alles beantworten. Und am Ende bekomme ich dann eben automatisch dieses, genau, wo ist das? Ganz unten. Das Impressum, das jetzt wieder wegen dem Bug nicht angezeigt wird. Aber genau, also so sieht das dann aus und das wird dann automatisch ausgespuckt. Und das ist eigentlich auch schon relativ rechtskonform. Man kann sich dann aber über Trusted Shop auch noch so einen Abmahnschutz sichern. Das heißt, dann zahlt man monatlich eine Gebühr und falls da irgendjemand sich mal beschweren sollte, dass sowas nicht passt im Impressum, dann genau, übernimmt sozusagen Trusted Shop diesen Prozess beziehungsweise keine Ahnung, Anwaltskosten oder wie auch immer. Ich habe mir das nicht genau angeschaut. Wir haben eine eigene Rechtsschutzversicherung und wir haben auch eine Betriebshaftpflichtversicherung. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das angehen möchte. Genau, was natürlich auch noch super wichtig ist, ist der Bereich Navigation. Zum einen hier oben die Navigation, also welche Punkte werden hier oben angezeigt und was sehe ich hier darunter. Und natürlich die Footer-Navigation, welche Punkte werden hier unten angezeigt. Und die Navigation kann ich verändern, indem ich über Online-Shop auf Navigation klicke. Und sehe jetzt in dieser Ansicht genau, hier einfach verschiedene Navigationsarten. Und wenn man sich das genau anschaut, das Hauptmenü, das ist sozusagen das, was bei uns ganz oben steht. Also alle Produkte, Halsketten, Armbänder, das ist sozusagen das Hauptmenü. Und die anderen Menüs, Info, Kollektion, Produkte, Service, das sind sozusagen die Menüs, die hier unten sind, die ich allerdings direkt in Jampage bearbeite. Das heißt, ich kann das mal kurz zeigen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier bei den Menüs, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Ohrringe, wir haben zum Beispiel, wollen Ohrringe aus dem Sortiment rausnehmen, dann möchte ich das auch hier aus der Navigation rausnehmen,
Dann klicke ich ganz einfach hier auf Hauptmenü, also unter Online-Shop, Navigation, Hauptmenü und kann dann hier Ohrringe einfach zum Beispiel entfernen. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe zum Beispiel bei Lux, habe ich jetzt hier noch verschiedene Punkte, die ich da als Unterpunkt hinzufügen möchte, kann ich das auch einfach hier direkt machen. Und zwar unter Lux sieht man jetzt, gibt es hier verschiedene Unterpunkte und unter diesen Unterpunkten gibt es dann nochmal Unterpunkte. Und die kann ich super easy einfach hier hin und her ziehen, also auch per Drag and Drop. Das heißt, wenn ich jetzt die Reihenfolge verändern möchte und auch sagen möchte, alle Produkte so weiter nach unten, dann genau, ziehe ich das einfach hier hin und dann wäre sozusagen Halsketten das Erste, was da dran steht. Oder wenn ich zum Beispiel sagen möchte, dass unter alle Produkte sollen Ohrringe und Armbänder und Halsketten sein, dann gehe ich sozusagen hier rein und ziehe das so ein bisschen rüber und habe dann hier unter alle Produkte Ohrringe und könnte jetzt, also wenn ich Armbänder runterziehe und so ein bisschen nach rechts, dann wird das sozusagen hier darunter aufgelistet so. Und im Endeffekt hätte ich dann die Überkategorie alle Produkte und die Unterkategorie mit diesen einzelnen Punkten. Und die einzelnen Punkte verlinke ich ganz einfach hier über dieses Bearbeiten-Tool. Hier gebe ich lege ich den Namen fest, zum Beispiel Ohrringe, und hier kann ich dann direkt den Link festlegen. Und unsere Unterseite heißt eben Ohrringe, die haben wir auch in Jampage gebastelt und darum kann ich dann einfach hier Ohrringe auswählen. Also wenn ich das jetzt mal wegmache, dann sieht man hier, dass ich hier eben super viele ja, Möglichkeiten habe, um was auszuwählen. Und da klicke ich dann eben auf Seiten. Und bei Seiten sind dann irgendwann die Ohrringe. Nein, sind sie nicht. Jetzt hat sich es irgendwie aufgehangen. Genau, manchmal werden hier nicht alle angezeigt. Vielleicht sind das eher bei Produkte. Bam, bam, bam. Ansonsten kann man auch einfach Ohrringe eingeben. Okay, jetzt finde ich die Seite gerade nicht. Ah, hier unter Seiten. Nein, doch nicht. Unter Kategorien. Ah, genau. Okay, wir haben eine Kategorie mit Ohrringe. Das heißt, dementsprechend richte ich dann die Kategorie Ohrringe hier ein und habe dann unter diese Kategorie halt diese Kategorieübersicht. Genau, das verwerfen wir jetzt aber wieder alles. Und genau, weil die Navigation, so wie sie gerade ist, auch gut durchoptimiert ist. Dann der nächste Punkt, Domain connecten. Und zwar möchtet ihr nicht, dass diese Domain, die darling-shopify.com, dass das eure Domain ist, sondern ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie www.shopname.de. Bei uns ist das dirdarling.berlin. Und diese Domain muss man natürlich beim anderen Anbieter kaufen, zum Beispiel bei Strato. Also wir haben unsere Domains alle über Strato laufen. Und bei Strato kann man sich eben hier auch für einen sehr günstigen Preis eine Domain holen. Mein Online-Shop jetzt erstellen, kann dann die Domain prüfen und sehe ich jetzt zum Beispiel, die ist.de ist noch frei, könnt ihr die auswählen und sehe dann, dass die 12 Monate lang nur 96 Cent kostet. Also pro Monat und die werden danach meistens ein bisschen teurer, aber das ist sozusagen 1 Euro pro Monat, ist ja okay. Dann kann ich die sozusagen hier kaufen und dann gehe ich hier unter Online-Shop in Domains und richte die dann sozusagen hier ein. Also ich kann entweder auch über Shopify die Domain kaufen, kann man auch machen. Ich bin einfach schon immer bei Strato, deswegen habe ich da auch alle Domains hinterlegt. Ihr könnt das auch hier machen und dann könnt ihr hier einfach bestehende Domain verbinden und dann da euren Domainnamen eingeben und dann gibt es hier eine kleine Anleitung und das ist eben auch je nach Anbieter anders. Meistens ist es so, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel auch von einem anderen Online-Shop-System kommt, ihr habt zum Beispiel WooCommerce, seid damit unzufrieden und möchtet jetzt zu Shopify wechseln, dann habt ihr wahrscheinlich auch eure Domain auf einem anderen Anbieter und dann kann man das hier einfach connecten. Also wenn ich jetzt hier bestehende Domain verbinden klicke, könnte ich jetzt hier vielleicht auch dirdarling.de auswählen. Die Domain haben wir auch gekauft, die haben wir allerdings nicht genutzt. Und genau, hier habe ich dann sozusagen die Anzeigen, die Anweisungen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich einfach durchgehen muss, um die Domain zu verbinden. Das heißt, genau, das ist sehr detailliert beschrieben und auch sehr einfach.
Und genau, hängt davon auch ab, welchen Anbieter ich habe. Und genau, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ansonsten kann man hier auch einen Shopify-Experten beauftragen, der sich dann nochmal extra darum kümmert, das einzurichten. Genau. Dann ein anderer sehr wichtiger Punkt ist der Punkt Benachrichtigung. Also wenn ein Kunde bei Shopify was bestellt, dann bekommt er danach natürlich eine Bestellbestätigung, in der steht drin, das und das Produkt hast du bestellt, das ist dein Tracking-Code, mit dem du die Bestellung nachverfolgen kannst. Und wenn du irgendwas an deiner Bestellung ändern möchtest, dann kannst du das gerne tun. Und diese E-Mails, die werden automatisch von Shopify, sind die sozusagen voreingerichtet und die kann man natürlich manuell verändern. Das heißt, man klickt hier einfach auf Benachrichtigung und hier habe ich jetzt alle E-Mails, die an den Kunden verschickt werden. Und die gehen wir jetzt nicht alle durch. Wir gehen einfach mal, das Wichtigste ist sozusagen die Bestellbestätigung, um das einfach anhand von dem Beispiel zu zeigen und dann kannst du die allen anderen eigentlich auch nach dem gleichen System verändern. Schauen wir uns zum Beispiel die Bestellbestätigung an, dann öffnet sich hier einfach dieses Template und dieses Template hat ziemlich viel Quellcode drin. Also das ist genau einfach nicht nur eine statische E-Mail, sondern beispielsweise der Name des Bestellers wird zum Beispiel hier automatisch hinzugefügt über Hi Customer First Name. Und wie das dann im Endeffekt aussieht, kann man sich so hier anschauen, indem man auf Vorschau klickt. Das heißt, das ist jetzt so deine Bestellbestätigung 9999. Und wir haben das eben ja, brandtechnisch optimiert. Also haben geschrieben, You've got taste, darling. Hi, das ist jetzt der Platzhaltername. Vielen Dank für deinen Einkauf. Wir bereiten eine Bestellung gerade für den Versand vor und benachrichtigen dich, sobald sie unterwegs ist. Und das haben wir verändert und alles darunter ist sozusagen jetzt automatisch von Shopify vorkonfiguriert. Also, dass dieser Button da ist, auf die Webseite, auf die die Person gelangt, dass hier nochmal die Bestellübersicht ist. Genau, unten wird die Lieferadresse angezeigt, die Rechnungsadresse und auf jeden Fall noch das Impressum, das braucht man auf jeden Fall. Genau, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte hier was verändern, dann kann ich einfach hier direkt in dieses Tool reingehen und kann dann hier einfach sagen, zum Beispiel, ich möchte aus deinem Ihren machen oder ich möchte hier oben reinschreiben, vielen Dank für Ihre Bestellung. Und wenn ich dann jetzt auf Vorschau klicke, genau, wird es hier einfach direkt verändert. Dann muss ich natürlich noch auf Speichern klicken, das mache ich jetzt aber nicht, weil das uns einfach besser gefällt, so wie wir das gemacht haben. Und das kann man jetzt eben alles wirklich individuell verändern. Also generell ist es so, wenn eine Bestellung reinkommt, dann wird automatisch diese Bestellbestätigung versandt und dann hast du sozusagen die Möglichkeit, das Paket zu packen und zu verschicken. Und wenn du es dann zur Post gebracht hast, dann wird automatisch die nächste E-Mail verschickt, nämlich die Versandbestätigung. Steht genau, wird automatisch an Kunden versendet, wenn die Bestellung ausgeführt wurde. Das heißt, hier unter Bestellung klickst du eben dann auf Bestellung, also wurde ausgeführt und dann wird sozusagen der Prozess automatisch vorangetrieben. Das heißt, der Kunde bekommt dann nochmal eine E-Mail und da steht drin, hey, deine Bestellung ist gerade auf dem Weg. Hier ist dein Tracking-Code, den man auch über die DHL-App hinzufügen kann. Und genau, sobald der Kunde dann das Paket bekommt, bekommt er dann auch nach ein paar Tagen diese Bewertungs-E-Mail, die allerdings dann über die JudgeMe-App verschickt wird, hier und nicht über das andere E-Mail-Tool. Ja, jetzt noch ein wichtiger Prozess oder ein wichtiger Punkt, und zwar der Punkt Checkout. Der Checkout ist sozusagen der Prozess, wenn jemand was in den Warenkorb gelegt hat und anfängt mit dem Bestellprozess, dann kann man hier in Shopify auch verschiedene Dinge anpassen. Also man kann hier zum Beispiel sagen, welche Daten möchte ich von dem Kunden abfragen und was soll passieren, wenn der Kunde nochmal abbricht bei seinem Bestellprozess. Und generell ist das gut vordefiniert. Ich kann jetzt mal was in den Warenkorb legen und dann zur Kasse gehen und
dieser Checkout-Prozess, der ist, oder dieses Checkout-Formular, das sieht so aus, das kennen vielleicht einige von euch. Und das kann man designtechnisch nicht verändern, aber ich kann ein paar einzelne Module verändern. Also, wir haben zum Beispiel, genau, ich kann zum Beispiel auswählen, ob ich auch noch zusätzlich die Telefonnummer abfragen möchte oder ähnliches. Und genau, und das kann man eben direkt in diesem Tool hier machen. Also ich gehe unter Einstellungen und Checkout und kann dann hier verschiedene Sachen verändern. Und unsere Standardeinstellungen sind meistens so, dass wir sagen, Kundenkonten sind optional. Das heißt, wenn sich jemand hier ein Kundenkonto erstellen möchte, dann kann er das einfach direkt machen. Er muss das aber nicht machen. Weil das führt dann dazu, dass viele sagen, ich möchte eh nur einmal bestellen, warum brauche ich jetzt ein Kundenkonto? Deswegen würde ich hier sagen, sind optional, ist die beste Einstellung. Außerdem reicht die Angabe der E-Mail-Adresse, um eine Bestellung abzuschließen. Hier kann man auch auswählen, dass Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse brauchen. Ich finde aber, E-Mail-Adresse ist immer wichtiger oder immer besser, weil über die E-Mail-Adresse kann man im Endeffekt dann auch Newsletter verschicken. Hier kann ich dann die Formularoption bearbeiten, also brauche ich Vor- und Nachname oder nur Nachname. Unternehmensname haben wir nicht verfügbar gemacht. Adresszeile 2, Wohnung, Wohneinheit haben wir auch nicht, also ist optional, braucht man aber nicht. Und die Telefonnummer ist auch nicht verfügbar. Genau, dann kann man hier noch ganz neu sich Trinkgeld geben. Das heißt, dass der, ja, vielleicht auch an den, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ein kleines Business unterstützen und deswegen gebe ich jetzt auch noch irgendwie 2 Euro Trinkgeld. Genau, das kann man, das ist auch relativ neu. Hier kann ich dann auswählen, was der Kunde auch aus, also welche Möglichkeit der Kunde hat, wenn er sozusagen auscheckt. Also was wir meistens machen, ist, dass wir die Lieferadresse als Rechnungsadresse verwenden. Das ist einfach ja, die einfachste Möglichkeit, um da die Rechnungsadresse schon vorzudefinieren. Dann muss der Kunde das nämlich nicht nochmal auswählen. Adressen werden automatisch vervollständigt. Genau, das ist es eigentlich alles nicht so relevant. E-Mail-Marketing würde ich auf jeden Fall auch auswählen, dass man beim Checkout die Möglichkeit hat, sich eben für den Newsletter einzutragen. Das ist dieses Tool, also ich möchte News und exklusive Angebote erhalten. Dann gibt es den Punkt abgebrochene Warenkörbe. Das ist in Deutschland ein bisschen kritisch. Also jemand, der zum Beispiel jetzt hier seine E-Mail-Adresse eingibt und im nächsten Schritt sagt, ich möchte doch nicht mehr bestellen. In Amerika ist es, glaube ich, so. Dann kann man ihm einfach eine E-Mail zuschicken und sagen, hey, du hast sowas in den Warenkorb gelegt, das wartet noch auf dich. In Deutschland darf man das nicht, außer der Kunde hat seine E-Mail-Adresse als Double Opt-in bestätigt. Und das kann man jetzt eben hier auswählen. Das heißt, ich würde hier schon sagen, dass jeder, der abgebrochene Warenkörbe hat, dass er automatisch eine E-Mail bekommt, aber nur E-Mail-Abonnenten, die ihre Bestellung nicht abgeschlossen haben. Und E-Mail-Abonnenten sind eben die Personen, die von denen man diesen Double Opt-in schon hat. Genau, das nach 10 Stunden und Checkout wird auf Deutsch angezeigt. Genau, wenn ihr das alles durch habt, dann habt ihr sozusagen auch den Checkout-Prozess optimiert. Und was jetzt noch super wichtig ist, sind die Versandbedingungen. Wenn ihr, genau, in diesem Checkout-Prozess sieht man dann die Versandkosten und wir haben generell kostenlosen Versand, weil ich sage, dass die Kunden einfach super verwöhnt sind von Amazon und anderen Anbietern und da sind 3 Euro Versandkosten, führen meistens dazu, dass der Kunde einfach dann doch abbricht, obwohl es nur 3 Euro sind. Dementsprechend genau, würde ich sagen, dass die Versandkosten kostenlos sein sollten. Das muss man aber auch hinterlegen. Also wenn ich hier unter Einstellungen und dann Versand und Zustellung gehe, dann kann ich hier eben meine Versandtarife festlegen. Also ich kann sagen, wie viel kostet der Versand nach Deutschland oder nach Österreich. Und wenn ich jetzt hier auf Tarife verwalten gehe, kann ich das hier einfach direkt einstellen. Also kann hier zum Beispiel sagen, nach Deutschland habe ich einen Standardversand und kann dann hier einen Preis festlegen. Der ist bei uns natürlich kostenlos. Und in Österreich habe ich auch einen Standardversand, der ist dann auch kostenlos. Und hier kann man jetzt auch verschiedene Versandtarife und verschiedene Länder hinzufügen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, dass bestimmte Produkte andere Versandkosten haben sollen, weil sie größer und schwerer sind, kann ich hier sagen, zum Beispiel Premium-Versand und der kostet dann eben 5 Euro. Oder
Wenn jemand sagt, dass er Expressversand haben möchte, kann ich auch hier Expressversand hinzufügen und dann sagen, das kostet jetzt eben, keine Ahnung, 10 Euro, dass das auf Expressversand verschickt wird. Generell, unser Versand ist immer versichert. Gerade bei Schmuck ist das natürlich super wichtig. Das heißt, jeder Kunde bekommt einen Tracking-Code und bis zu, glaube ich, 500 Euro ist das Paket dann versichert. Das heißt, wenn das irgendwo verloren geht, zahlt das die Versicherung. Und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Genau, das ist es sonst eigentlich auch schon zum Thema Versandeinstellung. Wie gesagt, hier gibt es noch super viele andere Punkte. Ein kleinen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Bereich Gutscheine. Gutscheine bieten sich nämlich super an, um Kunden zu gewinnen, die jetzt nicht wirklich ein Interesse an deinem Produkt haben, aber die sagen, ich möchte den Shop unterstützen und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das ein gutes Geschenk ist. Also gerade zur Weihnachtszeit, zur Osterzeit, da bietet es sich an, einfach Geschenkgutscheine anbieten zu können, denn über diese Gutscheine macht man generell viel Umsatz, wodurch später dann auch Kunden generiert werden. Und ja, wenn ihr ein Produkt habt, was eben für die eine Person interessant sein könnte, aber sagt, naja, ich brauche das jetzt gerade nicht, aber ich habe eine Freundin und ich suche noch ein Geschenk für die Freundin. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob ihr jetzt irgendwie ein Ohrring gefällt oder ein Armband gefällt. Da kann man eben über dieses Tool sagen, okay, ich richte hier automatisch Gutscheine ein und diese Gutscheine, die werden dann auch im Shop angezeigt. Das läuft auch alles digital, das heißt, ich bekomme dann auch direkt einen Gutscheincode und den kann ich eben in diesem Checkout-Prozess hier direkt eingeben. Und der wird dann auch automatisch von der Summe abgezogen. Ja, generell würde ich sagen, hier gibt es natürlich noch viele andere Punkte. Die Punkte, die wir jetzt aber angesprochen haben, das sind auf jeden Fall die wichtigsten Punkte. Wenn du sagst, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend und du hast jetzt vielleicht auch alle Dinge schon durchgearbeitet, aber du scheiterst irgendwie an ein, zwei Punkten, kommst da nicht weiter, dann kann ich dir auf jeden Fall das Webinar empfehlen, das hier unten drunter ist. Denn in diesem Webinar geht es darum, auch um die Schritte davor, also wie baue ich ein Unternehmen auf, wie melde ich das Gewerbe an, was muss ich beim Finanzamt machen, aber auch, wie kann ich jetzt, wenn ich einen Online-Shop aufgebaut habe, wie kann ich daraus dann die ersten Kunden gewinnen? Also wie schalte ich Anzeigen, wie baue ich meine Marke auf, wie mache ich Influencer-Marketing? Das ist alles in diesem Webinar, das geht 90 Minuten, das ist kostenlos und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen Kommentar oder ein Like hinterlässt, wenn du irgendwelche Fragen hast, auf jeden Fall gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin da immer ziemlich schnell und versuche immer alles zu beantworten und dann freue ich mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar eventuell und hoffe, dass dir das auf jeden Fall gefallen hat. Bis bald!